Buongiorno a tutti, herzlich willkommen bei Caffè Serbische Lano. Heute möchte ich ein bisschen über Kaffeevollautomaten sprechen. Und ja, also ich sage euch ganz kurz und knapp die wichtigen Sachen, dass ihr beobachten müsst, bevor ihr eine Kaffeemaschine kauft. So, fangen wir an. Zuerst, bevor ihr eine Kaffeevollautomat kauft, ihr müsst euch überlegen sozusagen, seid ihr Kaffeetrinker oder trinkt ihr auch gerne Milchgetränk? Okay, weil ganz, ganz wichtig, man unterschätzt sich, man kauft sich Top-Geräte über 2000 Euro, 1800 Euro, was auch immer sein sollten. Die machen wunderbar Crema, Schaum und so weiter. Aber später, ihr trinkt jeden Tag nur schwarze Kaffee. Das heißt, so eine solche Kaffeevollautomaten ist die meisten Fehler, was ich momentan sehe. Die Leute kaufen sich, oh, ist schön, kann ich alles machen, bla bla bla. Aber am Ende, in deinem täglich Alltag, benutzt ihr diese Maschine nicht 100%. Weil ihr habt eine super Cappuccinatore, aber später nur schwarze Kaffee. Okay, und das fügt früher oder später auch zu höheren Kosten bei Wartungen. Okay? Weil in den meisten Fällen, was ihr nicht benutzt, gehen oft kaputt, als wenn ihr regelmäßig benutzt. Das heißt, ganz wichtig, wer trinkt schwarze Kaffee, bitte nur Maschine, eventuell, wenn noch gibt, in der Markt, keine Milchaufschäumer oder Kanne und andere Sachen. Okay? Das ist günstig, gehen weniger kaputt, und dann spart ihr Geld. So, die andere, was ich euch erzählen kann, wichtiger Thema, ihr müsst ein bisschen Gedanken machen darüber, wie viele Leute seid ihr in eurer Familie. Zum Beispiel, ihr seid fünfköpfige, seid drei, vier oder sehr viel, konsumiert sehr viel Kaffee und macht ihr Gedanken, wie groß ist der Wassertank und den Bohnenbehälter von der Kaffeemaschine, das euch gefällt. Okay, weil bringt euch nicht, wenn hast du nur 100 Gramm Platz von Kaffeebohnen oder 150 und der Wassertank ist so ganz klein, das heißt, ihr müsst 3-4 Mal einen Tag nachfühlen, das wirklich ist ärgerlich. Das heißt, vermeidet bitte diese Fehler. Und das gleiche ist für den Trichter, Salzbehälter, sagen wir so, und für den Abtropfschalbehälter, das ist ganz wichtig. Das heißt, manche Automaten bleibt wirklich 6 Kaffee und dann Schluss. Maschine sagt, bitte Abtropfschale entnehmen, entleeren, waschen, spülen und Druck. Das heißt, das ist ärgerlich. Ich arbeite normal in der Regel nur mit Espressomaschinen. Als Italiener, wir haben nie Kaffeevollautomaten benutzt und so weiter. Als Techniker muss ich reparieren, das ist klar. Aber ich selber besitze eine Siebträgermaschine, mir ist lieber oder gewünscht, sage ich kann euch, aber ich trinke nur Espresso, das für mich ist ideal. Das ist auch eine, was ihr auch hintergedanke, wenn ihr Espresso-Trinker seid, bitte keine Kaffeevollautomat kaufen, ihr braucht unbedingt eine Espresso-Maschine. Weil die Qualität von einem Kaffeevollautomat, wenn ihr einen Espresso vorbereitet, es ist nicht 100% gut, akzeptabel ist, aber in den meisten Fällen ist nicht gut und lauwarm. Bitte nicht vergessen, okay, weil da drin haben wir eine Plastikgruppen, das heißt, das Wasser muss durch den Boiler, durch die Brühegruppe, dann geht durch den Auslauf und durch den Auslauf, ihr habt eine kalte Tasse, fällt runter, die Tassen durch den Auslauf und das kalte Wasser verliert noch zusätzlich 12 Grad plus auf dem Weg, das heißt, habt ihr 20 Grad weniger, wenn ihr eine, mindestens, was ich beobachte. Egal, mittlerweile vielleicht manche Vollautomaten haben die sich ein bisschen verbessert, aber das heißt, diese Fehler nicht machen, eine Kaffeevollautomate kaufen, wenn ihr nur Espresso trinkt oder sehr oft Espresso anstatt Kaffee oder was auch immer sein soll. Okay? Ja, und zweitens oder andere ein Tipp, was ich euch geben kann, wenn ihr die Maschine wahnsinnig sehr viel benutzt, richtig viel benutzt,
bitte so weniger wie möglich eine Kaffeemaschine kaufen, wo ihr eventuell Touch-Display habt. Weil manche Touch-Displays sind empfindlicher und dann wie ein Handy, früher oder später ein Touch-Display geht kaputt und hat über Kosten, okay, zur Reparatur und so weiter. Wenn ihr sagt, okay, ich trinke einen Cappuccino morgen, einen Cappuccino Abend oder was, also ist egal, Touch-Display dann hält länger. Aber wo wirklich ihr, oder wenn ihr so solche Maschinen in eurem Büro habt, oder weiß ich nicht, oder ihr habt ein Geschäft und möchtet für eure Kunden zum Beispiel ein paar Kaffee ausgeben oder was auch immer sein sollten, bitte keine Touch-Display. Ja, weil früher oder später, ihr müsst in die Werkstatt gehen. Okay? Genau. Also eine ganze Mythos, das ich euch erzählen möchte. Viele sagen, bitte, ich kaufe nur Kaffeevollautomaten, wo ich die Brühegruppe nur rausnehmen kann, sauber machen, weil ich, das ist besten, sauber und so weiter. Das ist meiner Meinung nach nur eine Mythos. Okay? Weil zum Beispiel haben wir hier eine Jura, haben wir hier eine Saego. Okay, bei der Saego kannst du die Brühegruppe rausnehmen, bei einer Jura nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich bei einer Saego die Brühegruppe sauber ist als bei einer Jura. Okay, obwohl ihr kannst abnehmen und dann ihr kannst du nicht. Das ist meine Erfahrung. Alle kommt darauf von der Besitzer von dem Kaffeevollautomat. Okay, weil meine Erfahrung ist sehr oft, kommt Jura bei mir für Wartungen oder was auch immer sein sollten, die sind picobello sauber da drin. Obwohl ihr nicht die Brühegruppe ihr rausnehmen kann. Ihr habt trotzdem gibt die Spülfunktionen, ihr könnt mit Tabletten reinigen. Wenn ihr zum Beispiel den Abtropfschale nehmt, ihr könnt den unten sehr, sehr gut mit Sprühflasche Sprüh sauber machen und gut ist. Das heißt, diese Mythos will ich euch einfach ein bisschen erzählen. Ja, weil es gibt manche so solche Maschinen, dass der Besitzer, sagen wir so, hat die Maschine gekauft und die erste 8 Monate, ein Jahr hat die überhaupt nicht abnehmbar oder genommen und dann sauber gemacht. Und manchmal ist es mehr dreckig als dies. Okay, also meiner Meinung nach, obwohl Jura, ihr könnt keine Gruppe ausbauen, ist sehr, sehr sauber. Das ist, was ich jetzt in diesen alle vielen Jahren gesehen habe. Das heißt, wollte ich euch erzählen. Lasst euch nicht ein bisschen abraten von einem Jura-Geräte oder wenn jemand einem Verkäufer sagt, ah, das kannst du nicht sauber machen, das kann ich nicht. Das ist Quatsch. Okay? Weil wenn ihr einmal im Jahr oder anderthalb Monate die Maschine zu Service bringt und eine Grundreinigung kostet nicht viel oder gucken, ob die Maschine alles in Ordnung ist, bleibt da drin picobello. Okay? Und ja, ich hoffe, das sind die wichtigen Sachen, was ich euch so kurz und knapp erzählen wollte. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, bitte Daumen nach oben, abonnieren den Kanal, um mich zu unterstützen. Und ja, bis nächstes Mal, eure Technik Antonino. Ciao.